herzlich willkommen zurück zum Kerbal Space Program. Hier ist wieder Fabi. Und ja, letzte Folge hatten wir hier die glorreiche Bruchlandung auf dem Mond. Und ich habe so das ungute Gefühl, dass hier Jebediah demnächst nicht mehr wegkommen wird. Komm, 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 Jeb. Ja, genau, jetzt ist das Haupttriebwerk Schrott. Die Kapsel ist abgebrochen. Weltklasse. Nochmal laden. Also, wir versuchen es nochmal ohne die äußeren Tanks. Die sprengen wir mal ab. Ich könnte auch so kotzen. Ich habe das offscreen mal getestet, nämlich. Da bin ich ohne Probleme gelandet. Und jetzt hier im LP natürlich total versaut. Was ist jetzt explodiert? Unser Triebwerk. Jetzt ist die ganze Rakete explodiert. Mann, ich habe gleich keinen Bock mehr. Da müssen wir hier Jebediah auf dem Mond liegen lassen. Und müssen irgendwann mal noch eine Mission hochschicken, die ihn eben rettet. Oder wir kommen jetzt weg. Das wäre natürlich das Optimalste. Ich glaube, wir sind weg. Wir sind weg. Nein, nein. Zeig wieder Richtung Himmel. Zeigst du wieder Richtung Himmel? Ja. Brav. Aber sie taumelt. Mach mal das SAS an. Nein, nein. Ach Gott, ich muss ja auf den Kursmarker irgendwie. Das wird saueng mit unterm Sprit. Eigentlich muss ich jetzt irgendwie gucken, dass ich direkt. Ich mache mal kurz einen Quicksave. Ich muss jetzt gucken, dass ich von hier eigentlich direkt ein Manöver zurück nach Körben kriege. Alles andere wäre scheiße. Was habe ich für eine Periapsis? Ein Aufschlag wäre gut. Und mal zu sehen, wie viel wir dafür. Oh, das können wir vergessen. Das schafft unser Triebwerk nicht. Nie und nimmer. Wir müssen es mal so versuchen. Aber ich glaube auch. Moment, wir haben doch irgendwo hier die Delta-V-Stats. Oh, das wird verdammt eng, Leute. Ihr seht's hier. MagChap hat noch ein paar lustige andere Funktionen. Nämlich sagt er uns hier, wir haben in unserer Stufe im Vakuum ein Delta V von 1260 Meter pro Sekunde. So, wir müssen 615 brennen. Das heißt, es ist die Hälfte. Das heißt, wir hätten noch ein bisschen was übrig. Für eventuelle Korrekturen, und die braucht man auch, um uns dann wieder in den Körbenorbit einzuschießen. Ich werde es mit via Atmosphärenbremsmanöver versuchen. Aber das Geile ist, wir haben noch alle Experimente dran. Ey, das ist so eine Scheiß-Bruchlandung, aber es sieht so aus, als schaffen wir es wirklich zurück. Und das ist halt echt so, man kann es 100-mal testen. Onscreen bei der Aufnahme wird es garantiert nicht funktionieren. Das kommt davon, wenn man zu viel mit MagChap fliegt und sich einfach immer helfen lässt und jetzt einfach die Funktionen nicht hat, die es einem bietet. Denn MagChap kann auch einfach eine Rakete landen, ohne weiteres. Ich hoffe, dass das Delta V ausreicht in dieser Stufe.
Ich meine, das ist ein ganz gutes Triebwerk, das wir da haben. Ich mache mal die Kamera auf frei. Das Triebwerk ist nicht schlecht, aber... So. Jetzt müssten wir uns eigentlich wieder Richtung Körben geschossen haben. Genau. Das ist gut. Würde ich sagen, wir beschleunigen jetzt mal bis zu dem Punkt, wo wir den Moon Escape haben. Das müsste ziemlich... Oh Gott, zieht der sich weit raus. Ich würde jetzt nämlich hier gern noch ein Bremsmanöver einbauen. Beziehungsweise, da brauche ich gar kein Manöver dafür. Das machen wir so. Wir gehen auf unseren Retrograde-Marker. Und feuern einfach ein bisschen dagegen. Und hoffen, dass wir das auf 25 Kilometer runterkriegen. Denn dann haben wir eine realistische Chance, diesen Flug zu überleben mit Chippendaya. Denn bei 25 Kilometer Höhe ist die Körbenatmosphäre so dick, dass wir von der Atmosphäre gebremst werden. So, perfekt. Und wir haben sogar noch Sprit, obwohl wir die anderen Tanks verloren haben, ohne sie zu benutzen. Das ist der Vorteil, wenn man restlos überdimensionierte Raketen baut. Dann hat man immer noch ein bisschen was in der Rückhand. In solchen Fällen. Wir gehen jetzt mal in den Time Warp. Tausendfach, wenn es geht. Wieder zurück Richtung Körben. Wir sind jetzt gerade mal 13 Stunden unterwegs. So viel dazu. Mondbruchlandung und Rückkehr innerhalb von einem Tag. Nicht mal ganz. Jetzt sind wir 16 Stunden. Ich meine, er geht ja automatisch aus dem Time Warp, wenn wir in die Atmosphäre eintreten. Jetzt nämlich. So, jetzt sind wir hoch. 67 Kilometer. Wir drehen uns mal hier ein bisschen in den Kurs. Und hängen hier unser Triebwerk ab. Und tschüss. So, wo ist denn unser Retrograde-Marker? Hier hinten. Wird aber eine Wasserlandung, so wie es aussieht. Ich denke nicht, dass wir auf Land runterkommen. Nee. Keine Chance, das wird eine Wasserlandung. Da machen wir es ja wie die echte Apollo 11, die zwar keine Bruchlandung auf dem Mond hatte, aber die dann im Pazifik runterkam. Und ich komme jetzt nicht mehr drauf, wie das Schiff hieß, das sie dann geborgen hat. Die drei Astronauten, die dann erst nochmal 17 Tage in Quarantäne kamen. Also, die wurden nicht feuchtfröhlich aus der Rakete geholt, sondern die kamen erst nochmal lumpige 17 Tage in Quarantäne. Wir machen mal das SAS mit aus. Die kann ruhig ein bisschen taumeln beim Wiedereintritt. So, jetzt glüht sie hier wie sonst was. Hier hinten wäre Land gewesen, aber das wäre zu viel verlangt, dass wir auch noch da runterkommen. Und unsere Rakete wiegt jetzt immer noch 1,8 Tonnen. Das ist immer noch heftig und wir haben immer noch Mach 4 drauf. So, jetzt haben wir Mach 3. Wir nähern uns dem Mach 2 an, was immer noch eine übelste Geschwindigkeit ist. Und jetzt geht's Richtung Boden.
Jetzt haben wir gleich Schallgeschwindigkeit. 10 Kilometer über dem Boden. Beziehungsweise über dem Meer. Wir haben unsere ganze Science eingesammelt. Hier unsere Missionsflagge auf der Rakete. Aber jetzt sollte eigentlich alles gut gehen. Zum Glück haben wir unser MagChap-Modul nicht verloren, sonst hätte ich mich nicht getraut, diesen Burn mit 600 Metern überhaupt zu machen. Weil ich hätte nicht gedacht, dass die Rakete noch so viel Delta-V hat. Aber gut, wenn MagChap sagt, sie hat noch 1200 und die hatte sie noch. Das ist immer schwierig, das einzuschätzen, weil, tja. Jetzt zünden wir mal unsere Fallschirme. Da kommen sie raus. Ich habe ja zwei Stück verbaut bei der Konzeption. Jetzt kommt sie irgendwie kopfüber. Okay. Wir fallen mit 46 Meter pro Sekunde. Jetzt öffnen die Fallschirme. Dreh dich mal. So. Jetzt fallen wir hier mit langsamer Geschwindigkeit zu Boden. Deswegen gehe ich mal in den Physical Time Warp. Diese ganze Mondlandung hat nur 16 Stunden gedauert. Das ist nicht schlecht. Aber es war halt auch eine Bruchlandung. Weil ich es versiebt habe. So, jetzt gehen wir mal aus dem Time Warp wieder raus. Denn das wird mir zu heikel. Aber das einzig Gute ist jetzt mit unseren Solarpanels. Ihr seht ja, wir haben immer noch volle elektrische Energie. Gut, der Life-Support, der war restlos überdimensioniert, nachdem die Mission nur 16 Stunden gedauert hat. So, und hier ist Jebediah auf Körben angekommen. Die Rakete liegt irgendwo im Wasser. Und da holen wir ihn mal zurück. Mal gucken, was wir eingesammelt haben. 375 Science. So, der Q-Report bringt 20, das Surface Sample 120, die Material Studies 100, der Mystery Goo, den haben wir ja zweimal gesammelt, der bringt 40 und 9. Und eine Rakete, die von der Oberfläche des Monds zurückkam, bringt 30. Ja, da haben wir jetzt 456 Science. Das reicht also für, ja, 5 neue Technologien, die wir hier freischalten könnten. Was haben wir denn hier dabei bei den Infernal Robotics? Da haben wir also so ein paar Fairwings dabei. Also die sind halt dafür da, um halt die Rakete in der Atmosphäre aerodynamischer zu machen. Dann haben wir hier Flugzeugteile, die wir nehmen könnten. Das ist hier noch eine Space Probe. Ah, dann haben wir hier das bessere MagChap. Also das würde ich auf jeden Fall nehmen. Features, Maneuver and Translation. Das ist sehr gut, weil dann wäre es nämlich sowas wie mit dem Mondorbit nicht passiert. Das hier ist natürlich auch nicht schlecht mit dem Thermometer und dem größeren Fallschirm. Was haben wir hier noch? Ja, das sind auch noch ganz nette Teile. Die kosten alle 90 Science. Und sind 5 Stück. Das geht ja relativ gut auf. Also theoretisch könnten wir alle 5 hier nehmen. Weil die, Entschuldigung, die hier auf der nächsten Stufe, die kosten halt schon 160 Science.
Gut, wir hätten halt jetzt die größeren Batterien und alles bessere Solarpanels, die sich halt auch nach der Sonne ausrichten können. Das sind hier noch ein paar Maschinen und ACS-Tanks. Ist auch nicht schlecht. Was haben wir hier? Tanks und ja, das ist noch so Monopropellant-Zeugs. Das hier sind noch dickere Maschinen. Das sind jetzt die 3,75 m. Bisher haben wir die 2,50 m. Und die hier ist, glaube ich, aus der Version 23.5. Eine. Nee, glaube ich nicht. Oder? Nee, nee, ist er nicht. Und halt die großen Tanks dafür. Und dicke Booster. Die brauche ich definitiv. Ja gut, würde ich sagen. Das hier ist auch ganz interessant. Dieses Teil, denn ich habe mir auch den Kerbal Attachment System Mod runtergeladen. Und da kann man eben dieses Teil hier, ein Ende an eine Rakete und das andere Ende an eine andere Rakete bauen. Und dann kann man eben alle möglichen Ressourcen zwischen den Raketen transferieren. Also das Thema auf jeden Fall mal. Kommen hier auch noch ein paar neue Sachen dazu. Ja, das gehört ja auch zum Kerbal Attachment System. Da kann man eigentlich ganze Raketen im Weltall zusammenbauen mit den Teilen. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal alle, die hier auf der Ebene sind. Dafür sollte unser Science eigentlich reichen, das wir gesammelt haben. Dann haben wir hier noch ein paar Leitern, ein Thermometer, das bringt noch zusätzliche Science wieder. Und wir haben auch das Mobile Processing Lab. Das ist auch ganz interessant. Wenn man es benutzen will, ich weiß nicht, ob ich es echt vorhab, damit was zu machen. Denn dieses Mobile Processing Lab, das kann man eben bemannt mit zwei Kerbals irgendwo in der Umlaufbahn vom Mond zum Beispiel schießen, kann dort die Experimente aufarbeiten lassen und kann sie dann mit mehr Science zurück nach Körben schicken. Ja, ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Da könnte man halt mal so eine Space Station mit diesem Teil bauen hier. So, wir haben jetzt eigentlich ziemlich viel freigeschalten. Ja. Da müssen wir jetzt mal gucken, was unser nächstes Ziel ist. So, sind wir mal schnell in der Tracking Station hier. Also hier kreist jetzt der Mond mit einer Fahne drauf, weil wir gelandet sind. Die können wir auch uns jederzeit wieder angucken. Immerhin, wir sind am dritten Tag unseres Space-Programms auf dem Mond gelandet. Also ich denke mal, eines unserer nächsten Ziele wäre vielleicht mal jetzt Mimnes. Weil beim Mond waren wir jetzt schon mal und das hier ist Mimnes. Im Gegensatz zur echten Erde, habe ich ja schon mal erzählt, hat Körben zwei Monde. Und das ist eben der zweite. Der ist aber relativ fies. Da muss man eben gucken, dass man hier auf einem dieser großen Seen runterkommt, die der hat, um eine vernünftige Landung hinzukriegen. Und ja. Theoretisch haben die ja auch beide Biomes. Das heißt, wir könnten ein paar Mal öfter landen und wenn wir dann genug Science haben. Das habe ich, glaube ich, auch noch nie gezeigt, das ganze Körbensystem. Hier sehen wir jetzt solche Unknown Objects. Das ist jetzt eben aus dem Asteroid Mission
Asteroid Redirection Mission Pack. Hier sehen wir eben, das ist ein Unknown Object, Class C, Medium. Okay, Medium, Medium. Der hier ist Large, der ist Medium und der ist auch Medium. Das heißt eben, die sind eingeteilt in mehrere, ja, Klassen sozusagen. Und das sind eben Asteroiden, die man sich dann einfangen kann und erforschen. Vielleicht machen sie da mal noch ein paar mehr Inhalte dazu. Und ich wollte mal noch das ganze Kerbin-Universum zeigen, das es jetzt eben gibt. Das ist also der innerste Planet, der eben um die Sonne kreist, ist Moho. Dann der zweite Planet ist, also Moho ist praktisch vergleichbar mit unserem Merkur. Dann haben wir Eve. Ja, dann haben wir Kerbin hier zwischen den ganzen Asteroiden. Dann haben wir Duna, das entspricht eigentlich unserem Mars, den wir kennen. Hier draußen Kreis Dres. Der ist, ja, weiß ich nicht so ganz, mit welchem Planeten man den vergleichen soll. Dann haben wir hier noch Joule, welches ein Gasriese ist, also vergleichbar zu unserem Merkur, nicht Merkur, sondern Jupiter. Und ganz außen im Kerbel-System, auch nicht mehr rund, sondern elliptisch, kreist dann auch noch Io. Und das ist halt eigentlich der fieseste Planet, wenn man den mal besuchen will, weil er halt auch noch auf einer elliptischen Bahn ist und dadurch echt schwer zu erwischen ist. Ihr seht es hier auch, wie die... Der hat auch noch eine fette Inclination und... Ja. Es ist nicht ganz einfach, dorthin zu kommen. Aber mal schauen, wie weit dann dieses LP hier gehen wird. Welche Planeten wir noch besuchen. Also Duna, würde ich sagen, machen wir auf jeden Fall noch, weil das eine relativ einfache Mission ist. Eve ist böse, weil Eve hat eine ganz, ganz, ganz dicke Atmosphäre. Wenn man da einmal gelandet ist, kommt man da nicht mehr raus. Außer vielleicht beschicken wir eine unbemannte Sonde dorthin. Vielleicht fliegen wir auch nochmal Richtung Sonne. Ist auch möglich. Und halt, das möchte ich auch nochmal kurz zeigen. Wir fokussieren mal kurz Joule. Joule hat natürlich also auch noch jede Menge Monde um sich rum. Eben auch, ich glaube, der echte Jupiter hat, glaube ich, 16 Monde. Aber bitte beruft euch nicht auf diese Info irgendwo. Ich denke, es sind 16, es könnten aber auch weniger sein. Und der hat eben 1, 2, 3, 4, 5 Monde in dem Spiel. Und einer davon ist Lace. Und dieser Mond ist eigentlich ziemlich identisch zu Kerbel. Also es gibt dort Sauerstoff, es gibt dort Wasser. Und ja, wir können uns jetzt hier nochmal Joule von der Nähe angucken. Grüner Gasriese. Und ich bin schon wieder ewig über die Zeit drüber. Das sehe ich gerade bei dieser Folge. Aber das wäre vielleicht hier mal noch ein Besuch wert, dieses System. Hat aber, glaube ich, auch eine... Nee? Die Bahn ist sogar plan zu der von Kerbin. Das heißt, es ist sogar relativ gut zu erreichen. Können wir auch die Sonne fokussieren? Ja. Das ist natürlich auch geil. Dann möchte ich mich von euch mit diesem Blick hier auf die Sonne in KSP verabschieden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und ciao, bis zum nächsten Mal, sagt Fabi.